Heute ist dein Geburtstag. Ich weiß, was du jetzt denkst. Ja, ja, alles schön und gut. Was soll's? Wieder ein Jahr älter. Stimmt. Aber das Alter lässt sich nun mal nicht aufhalten. Und seien wir doch mal ehrlich. So richtig zufrieden waren wir auch schon in jungen Jahren nicht. Wer könnte es vortrefflicher beschreiben als Wilhelm Busch? Das große Glück, noch klein zu sein, sieht mancher Mensch als Kind nicht ein und möchte, dass er ungefähr so 16 oder 17 wäre. Doch schon mit 18 denkt er, halt, wer über 20 ist, ist alt. Warum? Die 20 sind vergnüglich, auch sind die 30 noch vorzüglich. Zwar in den 40ern, welche Wende? Da gilt die 50 fast als Ende. Doch in den 50ern, peu à peu, schraubt man das Ende in die Höhe. Die 60 scheinen noch passabel und erst die 70 miserabel. Mit 70 aber hofft man still, ich schaff die 80, so Gott will. Wer dann die 80 biblisch überlebt, zielsicher auf die 90 strebt. Dort angelangt, sucht er geschwind nach Freunden, die noch älter sind. Doch hat die Mitte 90 man erreicht, die Jahre, wo einen nichts mehr wundert, denkt man mitunter, na, vielleicht schaffst du mit Gottes Hilfe auch die 100.